Die Heurigenpartie. Wie immer hielt der Xandl Wort und die Partie zu seinem Stammheurigen wurde sehr fesch. Das Wirtshaus hieß nach der schönen Wirtin, von der man sich allerlei erzählte. Allgemein zur feschen Hauseresel. Ich hatte meine Freundin Steffi eingeladen und wir freuten uns beide mordsmäßig, wie die jungen Mädel auf einem Firmenausflug in den Prater. Denn die Resel, die selbst nicht aus Holz war, war berühmt dafür, dass sie gerne ein Aug zudrückte. Der Wein bei ihr war gut. Und dann verstanden mein Xandl und seine Freunde das Spendieren, wie nicht bald wär. Zwar waren ich und die Steffi nicht gar so sehr darauf aus, die Männer zu würzen, aber man zeigt sich doch gern mit noblen Begleitern. Am nächsten Samstag holte mich die Steffi um 5 ab. Wir waren fast gleich angezogen. Bloß trug die schwarze Steffi die Hutfedern, den Schleier und die Bluse lichtblau. Ich rosa und wir zwei sahen wirklich zum Anbeißen aus. Wir hatten ausgemacht, an diesem Tage auch blaue und rosa Maschen durch die Hemden und unsere Spritzenhoserl zu ziehen, um auch hier wie Schwestern auszuschauen, wenn einer von den Herren nachschauen sollte. Auf das Nachschauen freuten wir uns. Es war ein wunderschöner Frühlingsnachmittag und die Steffi gestand mir, als wir Arm in Arm zu Xandls Wohnung gingen. »Hoffentlich wird's recht fesch. Mein Fummerl brennt mich, als wie...« Auch mir kribbelte es unter den Rücken, wie wohl mich der Xandl erst am Tag vorher gründlich durchgezogen hatte. Beim Xandl waren schon seine engsten Spätzeln beisammen. Sehr unternehmungslustig und gut aufgelegt. Der Lechner Toni, der Karl Biernecker und der Warmbacher Karl sowie Xandl, drei reiche Herren, vom Grund und wie man zu sagen pflegt, in den besten Jahren. Xandl stellte Steffi und mich vor. Es gab eine große Händeküsserei und ein großes Augenblinzel. Die Männer kitzelten uns mit ihren aufgewichsten Schnäuzbärten am Handrücken und waren jetzt schon geil wie die Pfingstochsen, wie Xandl mir zuflüsterte. Ich hörte, wie der Lechner einem anderen zuflüsterte. »Horst, an Geschmacken hatte aber der Xandl. Zwei Weiberln zum Fressen. Da geht er ja ohne als er wie Butter.« Steffi und ich traten recht fein. Wir hatten ja Zeit genug. Als die anderen endlich unten waren und sich in die Wagen setzten, blieb ich noch mit Xandl zurück. Er sagte, er wolle die Wohnung versperren, aber ich kannte ihn. Er packte mich, gerade als ich die Klinke der Wohnungstür in der Hand hatte bei den Brüsten und halb hinter mir stehend drückte er mir seinen Pinsel in die Hand, den ich sofort zu reiben begann. Damit es ihm schon kommen solle und wir nicht zu lang auf uns warten ließen. »Aber hör auf, Xandl, mach's mir noch Flecken in den Schoß. Geh, sei gescheit, versäumst es ja nicht. Was werden sie denn die anderen denken?« Aber er stieß mit seinem ansehnlichen Bauch, dass mir sein Glied von selbst in der hohlen Hand hin und her tanzte und stöhnte, »Nur ein kleiner. Vorschuss, weißt, damit du nicht aus der Übung kommst, bis mir draußen sein, bei der Resel.« Da kam es ihm auch schon. Ich hatte aus lauter Eile schrecklich fest gerieben und jetzt spritzte mir der Xandl die ganze Hand voll. Während er sein Hosentür und auch die Wohnungstür verschloss, steckte ich schnell die Hand in den Mund und lutschte sie ab. »Hast recht, nur nix umkommen lassen«, sagte Xandl. Als wir Arm in Arm auf die Gasse traten, saßen der Biernecker und der Warmbacher schon mit der Steffi in einem feinen Mietsfiaker. Während ich und Xandl uns zum Lechner in unseren eigenen Gummiradler setzten, rief der Warmbacher, »Das Schloss muss aber sehr schwer zugegangen sein.« Unter Lachen und Sticheleien fuhren wir ab. Wir konnten uns sehen lassen. Die Wagen,
Die Zeugeln glänzten wie Lack, die Pferde trugen Maiglöckchensträuße hinter den Ohren, sogar an den Peitschenspitzen waren Blumen. Es war wie, wenn wir zum Blumenkorso fahren sollten. Xandl wäre am liebsten schon am frühen Nachmittag gefahren, um sich auf der Fahrt nach Altotterkring in seiner ganzen Pracht zu zeigen. Aber so früh war draußen noch nichts los. Die Fahrt wurde recht behaglich. Da der Raum ein bissal eng war, fuhren wir Bischgodal. Das heißt, Steffi saß auf dem einen Knie vom Warmbacher und auf dem anderen vom Birnecker. Ich hatte unter meinem Popo den rechten Schenkel vom Xandl und den linken vom Lechner. Die großen Bäuche der zwei waren wie weiche Polster. Ich konnte mich recht bequem zurücklehnen und als einmal der Wagen einen Ruck tat und wir alle ein wenig aufhopsten, wollte ich mich unwillkürlich anhalten und griff in die Pepita-Hosen meiner Kavaliere. Da erwischte ich zwei Handgriffe, die wie aus Eisen waren und sich schon auf den lustigen Abend freuten. »Nicht abbrechen, Pepperl! Wirst es noch brauchen!« Über diesen gemütlichen Witz vom Lechner musste sogar der Kutscher lachen. Aber er hielt sich tadellos gerade auf seinem Bock, tat, als sehe und höre er nichts. Er hatte sicher sein schönes Trinkgeld im Vornherein bekommen. Wenn wir durch stillere Straßen fuhren, taten die zwei Herren an meinem Popo herum und zwickten mich durch den Rock, um, wie sie sagten, zu erfahren, wo meine Strumpfbänder wären. Der Steffi ging es im zweiten Wagen wahrscheinlich auch nicht anders, denn hie und da hörte ich sie leise quietschen. Einmal begegneten sich Xandls und Lechners dicke Finger auf meinem Popo und Xandl sagte, »Ich kenn ka Neid.« »Alsdann, tu die Pratzen da weg«, entgegnete der Lechner schlagfertig. Für den Rest der Fahrt gehörte meine Rückseite dem Lechner allein. Als er mir aber verstohlen den Rock zum Knie hinaufschieben wollte, gab ich ihm eine auf die Hand, denn man konnte leicht in den Wagen hineinschauen, so dunkel war es dann doch nicht. In einer kleinen Seitengasse mussten wir eine Frau vorbeilassen, die einen kleinen Buben an der Hand führte und eine Einkaufstasche trug. Ich erkannte sie sofort. Es war die Mizi Andermeier, die mit mir in die Schule gegangen war und die auch mit dem Katecheten gevögelt hatte. Ich wollte ihr gerade mit dem Sonnenschirm winkend einen Gruß zurufen, als mich Xandl zwickte. Ich solle still sein, aus dem Wagen herausbrüllen gehöre sich nicht für eine Dame. Aber über die Schulter winkte ich ihr doch zurück und der Mund blieb ihr vor Staunen offen. Bei der Hauser Resel war ein riesiger Wirbel und alles gestopft voll. Aber ein kleiner, dicker Piccolo, der gerade vor dem Tor unter dem Buschen stand, rannte, als er den Wagen erkannte, hinein und als wir vor dem Wirtshaus hielten, kam wirklich die Resel mit den Schrammeln heraus, um uns zu begrüßen. Dank Xandl war als Nobler hier bekannt und beliebt. Die Schrammeln spielten einen Tusch, Xandl grüßte, als ob er ein Erzherzog war und streifte im Vorbeigehen mit der Schulter den weißen Schürzenlatz der feschen Wirtin. Die machte sich nichts wissen und im Triumph führte man uns durch den ganzen Garten nach einem netten kleinen Gartenhäuschen, einem Salettel, das für uns reserviert und ganz mit Oleanderbüschen umstellt war. Es dauerte hübsch lange, bis wir alle saßen. Die Schrammeln standen vor dem Salettel und spielten Xandals Lieblingslied, das Weindal und die Mardalen, die hat der Herrgott gemacht. Und ich ging mit Steffi auf die Toilette und dort zeigte sie mir ihren hübschen, runden Popo, der über und über schon voller blauer Flecken war. So hatten sie der Warmbacher und der Birnecker hergenommen. Ein bissel blau war ich auch. Aber wir trösteten uns, dass es heute noch ärger zugehen würde. Als wir zum Tisch zurückkamen, standen schon die Windlichter auf dem Tisch. Die Herren hatten uns schöne Plätze aufgehoben. Nur saß diesmal die Steffi zwischen Xandl und dem Lechner, ich zwischen dem Warmbacher und Birnecker.
Die Männer hatten sich das wohl so ausgemacht und uns war es recht. Auch in der Filzerei ist eine kleine Abwechslung ganz gut. Die fesche Wirtin beugte sich gerade über den Tisch und verhandelte mit meinem Xanderl, was für einen Wein wir trinken wollten. Sie war eine sehr große, üppige Blondine mit blonden Löckchen und einem kleinen Doppelkinn. Ihr Busen war riesig groß. Man hätte darauf sitzen können, aber alles hübsch fest und straff, wie es sich gehörte, und ihre großen Brustwarzen stachen durch den weißen Schürzenlatz und die dünne Sommerbluse. Wie sie so mit Xandl sprach, lag ihr riesiger Busen fast auf dem Tisch und die Männer sahen ihr schmunzelnd hinein. »Hör auf, Resal, I werd ja ganz blind«, grunzte der Lechner. Die Wirtin wurde ein bisserl rot und Lechners Hand verschwand unter dem Tisch. Da quietschte die Resel ein wenig auf und der Lechner fragte scheinheilig, »Ja, seit wann bist du denn so heiklich?« Jetzt schleppte der Fiaker, der uns herausgebracht hatte, ein ganzes gebratenes Gansel herbei, Würste und Schinken und Salami, alles aus meines Xanderls Selcherei. Riesige Teller voller Haustorte brachte der kleine Piccolo angeschleppt, der heurige glänzte schon in mehreren Literflaschen auf dem Tisch und wir wussten gar nicht, wie wir das alles verputzen sollten. Als der Salamucci-Mann mit seinem Korb voll Käse und Salami an unseren Tisch vorbeikam und ein Gesicht machte, nahm der Warmbacher ein Blatterl Salami aus seinem Korb und gab dem Mann einen 5-Gulden-Zettel. Wir saßen recht hübsch eng um den runden Tisch herum, die Männer legten uns die Arme um die Hüften und kitzelten uns, der Wein verschwand wie nichts, die Windlichter flackerten, der Biernecker goss mir ein Glas nach dem anderen ein und ich hatte schon einen kleinen Schwips, fühlte mich aber wohl wie noch nie. Und immer wieder kam die Resel an unseren Tisch, um zu fragen, ob auch nichts abginge. Aber wir hatten ohnehin alles. Bloß sie brauchte was, denn sie tat sehr zutraulich und stellte sich immer ganz dicht zu den Männern. Wenn sie dann plötzlich davon wollte, hielt sie einer am Rockzipfel zurück, der Rock verschob sich bis zum halben Schenkel und so zeigte die Resel öfter ein paar reisige, aber wohlgeformte Wadeln. Sie trug lange schwarze Strümpfe, sehr hoch hinauf und dazu dunkelrote Strumpfbänder. Immer, wenn sie einer der Männer zurückhielt, kreischte sie auf und kam zum Tisch zurück, um dem Hallodri einen Klaps zu geben. Einmal warf sie sich mit ihren zwei Riesentuttallen über den Birnecker, dessen ganzes Gesicht unter der Fülle verschwand. »Jessas, i der Stick«, keuchte der. Die Resel sorgte schon dafür, dass die Männer recht geil wurden und wir waren schon alle ein bisschen benebelt. Es war schon fast dunkel. Langsam machten sich meine Nachbarn über meine Kittel her, zupften mir den Rock und meinen gelbseidenen Unterrock rechts und links langsam immer höher bis übers Knie. Der Wambacher tuschelte mir ins Ohr, er wolle nur nachschauen, ob ich auch so schöne Strumpfbänder hätte wie die Resi. Ihre feuchten Hände glitten immer höher und der Biernecker wollte zwischen meine Schenkel eindringen, aber ich presste sie zusammen, denn Geduld bringt Rosen. Als aber gerade wieder die Musikanten mit einem feschen Marsch einsetzten, ließ ich mich zurückfallen und die Hände unter den Tisch sinken, als ob mir schwindlig war. Dann fasste ich unter dem Tisch nach den Hosentüreln meiner Nachbarn und drückte ihre schönen langen Schwänze schön langsam in den Hosen ab, bis hinauf an die Weste. Dem Warmbacher knöpfte ich selbst die Hosen auf. Beim Biernecker ging das schwer, weil er links von mir saß. Also machte er es selber und brauchte lang dazu, weil ihm die Hände schon ein bisserl tatterig waren. Jetzt hatte ich zwei glühend heiße Schwänze in der Hand. Der vom Warmbacher war dick
und rau, mit einer riesigen breiten Eichel, fast wie ein Schwammerling. Der vom Biernecker war lang und dünn und ganz glitschig. Es war ihm schon einmal in die Hose gekommen, aber deswegen ging es noch einmal so gut. Und ich begann, den Zweien schön langsam und im Takt der Musik einen herunterzuwichsen. Der Wambacher fragte mit unsicherer Stimme, »Ja, was tust denn nachher, das Fräulein Peuerl? Schwamm mal Brocken?« gab ich zurück. Die Männer hatten ganz rote Köpfe und schienen schon ein bisserl aufgeladen zu haben. Mir war das sehr wohl. Es war herrlich, wie die zwei Schwänze in meinen Händen tanzten und zuckten. Schön langsam und fest zog ich ihnen die Vorhaut ganz hinauf, so dass ich jedes Mal einen kleinen Hautwulst unter den Fingern spürte. Beim Zurückziehen kitzelte ich die zwei Pfosten mit dem kleinen Finger an den Eicheln. Dem Warmbacher kam es zuerst. Es waren aber nur ein paar zähe, dicke Tropfen, wie Gummi. Er hob sein Weinglas an den Mund und brummte halb hinein. »Bei derer Hitzen hat ja so ein Schwammerling ka Wasser net!« Gleich darauf kam es dem Biernecker. Aber viel mehr. Ich spürte einen ganzen warmen Strahl über meine Finger laufen. Die Männer brachten unterm Tisch ihre Hosen wieder in Ordnung, aber es passte so niemand auf. Mein Selcher und der Lechner waren mit der Steffi beschäftigt. Ich tat, als ob ich einen Schwips hatte und sagte, ich wolle draußen ein bisserl spazieren. Ich drängte mich an den anderen vorbei, wobei die Männer mich mit den Knien drückten. Meine Röcke waren von der Kitzelei noch halb oben, und als ich beim Xandl vorbeikam, zwickte er mich in den Hintern. Dann ging ich draußen ein wenig hinterm Zaun um den großen Wirtshausgarten herum. Dort war es ganz still und fast dunkel und hohe Büsche. Jetzt war ich gerade dort, wo hinterm Zaun unser Salettl sein musste. Ich hörte Steffis Lachen, weil der Xandl grad einen saftigen Witz erzählte. Plötzlich sah ich neben mir eine Gestalt, die fest am Zaun gepresst stand. Es war der Fiaker, der uns herausgefahren hatte. Er lauschte der Musik und probierte auch, die Worte drinnen zu verstehen. Dabei hielt er seinen Schwanz in der Hand und wichste wie ein Wilder drauf los. So feierte er das Fest in seiner Weise mit. Als er mich sah, ließ er seinen Schwanz, der halb steif war, ruhig draußen. »Ja, bleiben Sie denn, gnä Frau, nicht drin bei den anderen Herrschaften? Scheint ja recht lustig zu sein.« »Ah, ich hab ein bissel Kopfweh«, sagte ich lächelnd. »Der da hat Kopfweh«, sagte er, blinzelnd und wies auf die Eichel. Und gleich darauf hatte er mich um die Hüften, drückte nach hinten über und, beschwipst wie ich war, ließ ich mich ins Gras niedergleiten, er auf mich. Auf eins, zwei, hatte ich den schönsten Fiakerschwanz drinnen. Mir machte es Spaß, gerade hinter Xandls Rücken einem braven Fiaker auch was zukommen zu lassen. Der war gerade so ein einfacher Mann wie meine Brüder und die Leute, die in unserem Hause gewohnt hatten, und er sollte auch was haben. Ich wehrte mich auch gar nicht, und er war selig. »So ist recht. Halt nur schön dein Fummal her. Ah, schon rau ist das Pumperl. Und schappern tut's als weh a Pudel. Der Herr Gemahl muss ja ein schönes Leben haben. So ist recht. Nur a bissel wetzen. Einmal ist Karma. Geld? Der geht tief, Anna. Du Katz, du Kleine. Herrgott, ganz nass ist er schon. Ah. Ah.
Muss ja nicht immer a Racher sein. Mir von die Rösser gönnen's auch ganz gut. Jetzt, no, a bissel, heben, das Oscherl, oh ja! Gleichzeitig fühlte ich seinen Samen in mein Loch hineinschießen. Brühheiß und rasch und heftig. Es war wie ein Schuss. Er half mir beim Aufstehen. Ich strich mir die Röcke hinunter, während er seinen glänzenden Zylinder wieder aufsetzte, der im Grase lag. Ich winkte ihm über die Schulter zurück, er schwenkte lustig den Zylinder und rief halblaut: »Küss die Hand, vergelt's Gott, wünsch weiter gute Unterhaltung!« Als ich zu den anderen zurückkam, waren sie schon recht benebelt und schrien alle durcheinander. Der Steffi war die Brosche, ihre Bluse stand ganz offen, hinuntergefallen und die wollte sie jetzt unterm Tisch suchen. Der Lechner sagte, er wolle ihr suchen helfen, nahm aus einem der Windlichter die Kerze heraus und hielt die Kerze mit der rechten unter den Tisch, während er sich mit der linken auf den Tischrand stützte. Die Steffi war unter den Tisch gekrochen und kicherte. Auf einmal zwickte sie mich derartig in die Wade, dass ich am liebsten in die Höhe gesprungen wäre. Aber sie hielt mich unten fest und als ich unter den Tisch sah, wusste ich, wie viel es geschlagen hatte. Die Steffi lag auf allen Vieren unter dem Tisch, hatte die Röcke bis ins Kreuz hinaufgeschoben und der Lechner fuhr in ihre Feige mit dem erweichten Ende der Kerze hin und her, dass die Steffi die Zähne zusammenbiss vor Geilheit. Da bekam ich auch gleich wieder Lust, aber für zwei Damen war da unten nicht Platz. So tat ich, als wolle ich mir am Schuhband etwas richten und schaute wenigstens zu. Der Steffi kam es gerade und der Lechner wackelte so komisch hin und her, dass der Biernecker fragte: »Was reißt dich denn das bissal Kerzengasso?« Die Steffi verdrehte die Augen, warf den Kopf zurück und sah gerade zwischen des Selchers gespreizten Schenkeln das straffe Hosentürl, von dem fast die Knöpfe absprangen. In einem Augenblick hatte sie die Knöpfe aufgerissen und Xandels Petschaft sprang ihr direkt in den Mund. Sie leckte und lutschte und schmatzte, man hörte es aber bei uns oben kaum, weil der Xandl und der Warmbacher ununterbrochen Witze erzählten. Ich blieb also derweil schön ruhig sitzen. Der Warmbacher und der Biernecker erdrückten mich fast. So eng saßen wir schon aneinander. Um mir die Schoß nicht zu stark zu verdrücken, hatte ich mir beim Niedersetzen dieselbe hinaufgeschlagen und die rechte Hand vom Biernecker kitzelte mich jetzt oben an der Popospalte, während der Wambacher meine linke Brust filzte, dass mir die Warze wie Feuer brannte. Ich wollte schon schrecklich gern auch drankommen. Endlich. Mir schien es eine Ewigkeit. Wurde mein Xandl drüben noch röter im Gesicht, nahm einen Schluck Wein und verkutzte sich. Der Lechner klopfte ihm mit der freien linken Hand den Rücken und sagte: »Na, wann du jedes Mal so husten musst, wann's dir ammer kommt!« Die Steffi kam ganz heiß und mit Tränen in den Augen vor lauter Lachen wieder herauf und sagte: »Wenn einem so eine Brosche nicht so anstrengen möcht!« Jetzt aber kroch ich hinunter, hockerte mich nieder und nahm den Pfahl vom Warmbacher in den Mund, der schon wieder stand. In die eine Hand nahm ich den Schwanz vom Birnecker, der allerdings ein wenig herunterhing, aber ich konnte mich schon auf ihn verlassen. Der Lechner steckte seinen Kopf unter den Tisch und bat: »Machst es mir auch, Peppigeld? Ich bin eh derweil nur die Würzen gewesen.« Das war ein bissel schwer, denn ich musste mit der anderen Hand nach rückwärts greifen, um seinen Schwanz zu erwischen, der bisher noch nichts bekommen hatte. Er zuckte ihm so, dass ich glaubte, ich hätte eine Schlange in der Hand. Ich leckte mit der Zungenspitze die riesige Eichel vom Warmbacher, nahm sie dann ganz in den Mund
und nickte mit dem Kopf, wobei ich immer die ganze Vorhaut mitnahm, was auch den Xandl immer so aufgeilte. Die zwei anderen Zapfen rieb ich schön langsam mit der Hand. Es tat mir nur leid, dass ich rückwärts keine Augen hatte, um auch dem Lechner seinen sehen zu können. Der gemusste sich aber hinter meinem Rücken sehr gut unterhalten, denn plötzlich spürte ich gerade zwischen den Achseln einen siedenheißen Spritzer. Es kam dem Lechner so stark, dass er mir die ganze Bluse von hinten vollspritzte. Vorne lief mir der Saft vom Biernecker in den Ärmel hinein bis zum Ellbogen, und als ich auch meine kleine Muschel jetzt nass werden fühlte, biss ich vor lauter Aufregung den Wambacher in den Schwanz. Der presste die Schenkel zusammen, dass mir mein armer Schädel krachte und ich hörte ihn fluchen. »Sakra! Jetzt rennt das Hundsvieh der Flocki unter den Tisch einand! Wann du nur recht viel solche Hund hältst, du armer Teufel!« grunzte der Xandl und alle lachten überlaut. Ich verkutzte mich an der Natur vom Warmbacher, der mir gerade so schön in den Mund kam. Dann saßen wir oben wieder alle schön beisammen, recht müd, aber sehr gut aufgelegt. Die Resel kam an unseren Tisch, schwänzelte mit den Kitteln und den Augen und miaute wie eine Katze. »Alsdann, die Herrschaften, jetzt ist Sperrstund, aber für Ina haben wir schon das Extrazimmer hergerichtet.« Auf dieses Extrazimmer war ich besonders neugierig. Xandl hatte so hie und da Andeutungen fallen lassen. Wir gingen durch den fast leeren Wirtshausgarten der Resel nach ins Extrastüberl und bemühten uns, uns recht gerade zu halten. Das Extrazimmer war hell erleuchtet, die Rouletten herunter. Ein langer, ungedeckter Tisch stand in der Mitte, in einer Ecke noch ein kleinerer mit allerhand Fressereien und ein paar Flaschen rotem Föslauer. Kaum waren wir alle drin, packte der Xandl schon ganz blau im Gesicht die schöne Frau Wirtin bei den Tutteln, dass ihr hinten die Schürzenbänder abrissen. Die Resel kicherte und kreischte. »Jessas, Herr von Fähringer, was machen's denn? Was soll denn das Fräulein Braut von meiner denken?« »Die Pepperl? Ah, oh, die ist nicht so. Die vergönnt einer anderen auch a Tropferl.« Da hatte er recht. Und außerdem hatte ich schon längst bemerkt, dass zwischen der stattlichen, heurigen Wirtin und dem Xandl schon öfters was gewesen sein musste. Der Xandl riss und zerrte an ihrem Busen, drängte seinen Bauch gegen ihren schönen vollen Popo und schob sie unter Gelächter zum Tisch hin, über den sie sich halb drüber beugte. »Holz die Musik und die Wetti«, kreischte sie und wetzte mit dem blanken weißen Popo hin und her, damit der Xandl nicht gleich hinein könne und noch geiler würde.